Für Menschen mit einer Hirnverletzung sind auch einfachste Arbeiten höchst anspruchsvoll. Was es bedeutet, wenn die Hände nicht mehr das machen, was das Hirn eigentlich will, können junge Berufsleute auf dem Parkour zum Thema sichere Lehrzeit am eigenen Leib erfahren. Wir denken immer, ja, wir wissen etwas, wie es könnte sein, aber wenn man es dann wirklich mal so sieht, dann ist dann etwas komplett anderes, als man eigentlich erwartet hätte. Zuerst habe ich es noch eigentlich amüsant gefunden, aber wenn man es dann wirklich tagtäglich hat, wäre es sicher alles andere als amüsant. Und dann müssen wir sicher schauen, dass etwas nicht passiert und dementsprechend auch auf die Arbeitssicherheit schauen. Es macht halt schon einen Eindruck, wenn man sieht, wie Unfälle, wie schnell die passieren können und was für Folgen die haben. Wie sie Hirn, Körper und Sinnesorgan schützen, erfahren die Lernenden auf dem Parkour an 7 verschiedenen Posten. Statt dem Anfänger zu heben, will Zuwa Prävention auf spielerische Art und Weise vermitteln, sagt Raphael Ammann. Er ist der Co-Leiter der Kampagne «Sichere Lehrzeit». Mit dem Erlebnisparcours möchten wir gerne das Thema der Arbeitssicherheit und Freizeitsicherheit erlebbar machen. Für die Lernenden, aber auch mit den Berufsbildern. Zusammen, gemeinsam das Thema erleben, dass man es auch nachher im Alltag miteinander diskutieren kann. Dass Zuwa bei der Prävention bewusst auch in die jungen Berufsleute investiert, hat seine Gründe. Jeder 8. Lernende hat während der Arbeit einen Unfall und jeder 4. Lernende während der Freizeit. Das Unfallrisiko der Lernenden ist bedeutend höher als das Unfallrisiko der übrigen Mitarbeitenden. Heute hat Zuwa den Parkour übrigens bei der Comax Zurückkreuz aufgebaut. Das im Auftrag vom Geschäftsführer Matthias Meier, der da gerade selber ausprobiert, was seine jungen Mitarbeiter auf dem Parkour so alles lehren. Die Lernenden kommen in eine neue Arbeitssituation und auch in dem Sinne in eine neue Lebenssituation. Und der Parkour ermöglicht ihnen, das am eigenen Leib zu spüren, was es bedeutet, sich von dem Umfeld zu schützen. Und ich bin überzeugt, dass der praktische Ansatz von diesem Parkour sie wird in den Rest von ihrer Arbeitskarriere wird begleiten und in Erinnerung rufen, wie man sich vom Umfeld schützen kann. Den Parkour zum Thema sichere Lehrzeit buchen können Berufsfachschulen oder Firmen, die bei der Zuwa versichert sind.